herzlich willkommen beim Tipp Nummer 8. Heute geht es um den Fotoeffekt oder auch lichtelektrischen Effekt. Und wie Sie hier sehen, geht es auch um Photovoltaik. Ich möchte Ihnen gleich zu Anfang ein kleines Experiment vorführen. Danach wird es dann wieder ein bisschen theoretischer. Beim letzten Clip haben Sie ja gemerkt, dass wir im Niveau steigen. Wir hatten gezeigt, dass man aus der Elektrodynamik, also aus den elektrischen und den magnetischen Phänomenen heraus, letztlich die Relativitätstheorie herleiten konnte. Und heute gehen wir noch einen Schritt weiter in die moderne Physik. Heute kommen wir quasi zur Quantenphysik. Also zu dem Schritt, dass man gelernt hat, dass die Welt der kleinen Teilchen aus Quanten besteht. Aber zunächst mal zu unserem kleinen Experiment. Was haben wir hier? Nun, wir haben einen kleinen Motor mit Propeller dran und wir haben eine Solarzelle. Solarzellen kennen Sie alle. In dem Fall hier besteht sie aus Siliziumkristallen mit Drähten dran. Und wenn man diese Solarzellen in die Sonne legt, sieht man, da kommt Strom raus. Das heißt, die elektrische Energie, die dadurch das Licht erzeugt wird, reicht, um einen Motor zu betreiben. Wir sehen also simultan immer, wenn man die Solarzelle so rumdreht, das Licht drauf scheint, läuft der Motor. Wenn man sie wieder verdeckt, bleibt der Motor stehen. Das Video täuscht hier ein bisschen natürlich, weil die Aufnahme eines schnell drehenden Propellers mit einer einfachen Kamera zu Stroboskopeffekten führt. Das heißt also, den Propeller sieht man hier nicht in der Geschwindigkeit, in der er sich wirklich dreht. Man kann zeigen, dass der Propeller sich wirklich dreht, indem man den Gewalt so ein bisschen anhält. Damit sind wir aber schon mitten im Thema drin, nämlich der Frage, wie kann man aus Licht Strom erzeugen? Und das ist ja gerade heute besonders wichtig, wo wir unsere fossilen Kraftwerke ersetzen wollen durch moderne Photovoltaik oder eben auch Windanlagen. Nun, Photovoltaik möchte ich Ihnen hier kurz erklären. Photovoltaik hat mit dem eigentlichen Thema unseres Clips, nämlich Fotoeffekt, sehr viel zu tun. Es ist also eine spezielle Anwendung des Fotoeffekts. Nun, wie funktioniert eine Photovoltaikzelle? Die sieht normalerweise wie folgt aus. Sie besteht im Wesentlichen aus einem Halbleitermaterial, in unserem Fall Silizium. Auf das Halbleitermetall ist oben und unten eine elektrisch leitfähige Schicht angebracht. Die obere muss transparent sein, damit das Licht in die Zelle rein kann. Die Zelle selber können wir uns jetzt ganz einfach vorstellen als eine Sammlung von Atomkernen und Elektronen in diesem Halbleitermaterial, und wie das dann funktioniert, erkläre ich auf den nächsten Seiten. Um das zu verstehen, müssen wir schon in die Quantenvorstellung des Lichtes gehen. Also wir nehmen jetzt an, das Licht besteht jetzt für die nächsten 5 Minuten nicht aus Wellen, sondern aus einzelnen Teilchen. Diese Teilchen nennen wir Photonen, und Photonen sind also die kleinsten Elemente, aus denen das Licht besteht. Je heller es ist, umso mehr Photonen kommen also angeflogen. Dieses Photon trifft nun auf dieses Material, was aus festen Atomkernen und mehr oder weniger beweglichen Elektronen besteht. Und das Einzige, was jetzt zusätzlich noch zu bedenken ist, ist, dass diese Halbleiter aus 2 Hälften bestehen. Und zwischen diesen beiden Hälften gibt es eine sogenannte Grenzschicht. Die kann ich Ihnen jetzt im Detail nicht erklären, aber Sie können sich das anschaulich so vorstellen, als ob da ein Erdwall ist. Und da gibt es also Atome auf der einen Seite von dem Erdwall und auf der anderen Seite. Und die Elektronen können sich vorstellen wie so kleine Kinder, die um die Atome rumlaufen. Und die haben nicht genug Power, um über diesen Erdwall zu kommen. Wenn jetzt aber so ein Photon angeflogen kommt und in dieses Material eindringt, kann es passieren, dass das Photon ein solches Elektron trifft. Und das Photon hat Energie, die Energie des Lichtes. Die wird dann in dem Moment, wo das Photon auf das Elektron draufknallt, an das Elektron weitergegeben als kinetische Energie. Das Photon verschwindet dabei. Ohne Energie ist ein Photon ein Nichts mehr. Das heißt also, das Photon ist bei dem Zusammenstoß dann weg und das Elektron enthält die gesamte Energie. Dieses Elektron kriegt also einen Kick, und wenn es Glück hat, geht der Kick gerade in die Richtung, dass es diesen Erdwall überwinden kann, dass es also genug Energie hat, diesen elektrischen Potentialwall zu überschreiten. Dann befindet es sich auf einmal auf der anderen Hälfte dieses Halbleitermaterials, und damit ist die obere Hälfte also elektrisch negativer als die untere. In der unteren Hälfte des Halbleitermaterials, wo vorher das Elektron war,
bleibt quasi ein Loch übrig. Es ist also so, dass eine positive Ladung zu viel in der unteren Hälfte ist, um neutral zu sein. Und in der oberen Hälfte ist ein Elektron zu viel drin, sodass eben die obere Hälfte negativ, die untere positiv ist. Im Folgenden stoßen sich jetzt im oberen Teil die Elektronen ab, sodass das Elektron zum Rand wandert. Und in der unteren Hälfte wird das Loch ersetzt durch ein nachfliegendes Elektron von unten, sodass das Loch quasi nach unten an den Rand wandert. Sowohl oben wie auch unten sind Elektroden angebracht, also elektrische Drähte, sodass das Elektron oben über den Draht abfließen kann. Es wird abgestoßen, also reingedrückt. Und an der unteren Seite wird das Loch, also die positive zusätzliche Ladung, die unten vorhanden ist, die Elektronen aus dem unteren Draht anziehen, sodass die Elektronen unten reingesaugt werden, oben reingedrückt werden. Das heißt also, die Energie, die durch das Lichtteilchen in das Halbleitermaterial gegeben wurde, die wird jetzt als elektrische Spannung an der oberen und der unteren Elektrode sich ausdrücken. Das Ganze führt dann zu einem Stromfluss. Durch den elektrischen Leiter, der angeschlossen ist, leistet da Arbeit und durch den Stromfluss wird dann die elektrische Ladung ausgeglichen. Das passiert also jedes Mal, wenn ein Lichtteilchen auf so eine Solarzelle trifft. Nun, damit haben wir also erklärt, wie eine Solarzelle funktioniert. Wir haben aber angenommen, dass das Licht in Paketen ankommt, also in Lichtteilchen, Photonen. Und da ist die Frage, ist das denn überhaupt richtig? Macht das überhaupt Sinn? Zunächst mal macht das überhaupt keinen Sinn, denn wir hatten ja in den vorherigen Clips schon gelernt, wir hatten die Mikrowelle, wir hatten gesehen, dass Licht eine elektromagnetische Welle ist, wir hatten gesehen, dass Mikrowellen die gleichen Eigenschaften wie Licht haben, auch Wellen sind. Und in der Mikrowelle hatten wir selber gezeigt mit der schmelzenden Schokolade, dass es stehende Wellen in einer Mikrowelle gibt. Stehende Wellen kann es immer nur geben, wenn man Wellen hat, hätte man da Mikrowellenteilchen, dann würden sich keine stehenden Wellen ergeben. Das heißt also, die Tatsache, dass Licht Interferenzeffekte macht, so nennt man das, und dass sich stehende Wellen produzieren, ist ganz eindeutig ein Beweis dafür, dass Licht eine Welle ist. Und jetzt kommen wir bei der PV-Zelle dazu, dass wir Licht wie ein Teilchen behandeln, das ein einzelnes Elektron trifft. Wie kann das zusammenpassen? Bleiben wir erstmal beim Wellenbild. Wir hatten gesehen, die Maxwell-Gleichungen beschreiben alle elektromagnetischen Wellen, also auch das Licht. Und beim letzten Mal hatten wir gelernt, dass aus den Maxwell-Gleichungen die Relativitätstheorie folgert, dass also unabhängig von der Bewegung des Beobachters, was wichtig ist, wie wir hier gelernt hatten, die physikalischen Gleichungen und die Konstanten in der Physik alle gleich sind, also unabhängig von der Bewegung. Und daraus folgt natürlich direkt auch, dass man die Geschwindigkeit der Wellenausbreitung, die wir ja die Lichtgeschwindigkeit nennen, eine Konstante ist, die unabhängig ist von der Bewegung. Das heißt also, die Lichtgeschwindigkeit berechnet sich nach den Maxwell-Gleichungen als c, die Lichtgeschwindigkeit gleich 1 dividiert durch die Wurzel aus Epsilon 0 und μ 0. Epsilon 0 und μ 0 sind die Feldkonstanten des elektrischen und magnetischen Feldes. Daran sieht man also, hier gehen die Feldkonstanten der elektrischen und magnetischen Kräfte ein. Und das Ganze ergibt dann die Lichtgeschwindigkeit, nämlich die 299.000 Kilometer pro Sekunde, die wir ja schon kennengelernt hatten. Und das Wichtige hier nochmal betont, diese Lichtgeschwindigkeit ist unabhängig von der Bewegung des Beobachters. Das heißt also, der eine Beobachter sieht ein Lichtteilchen vorbeifliegen mit genau dieser Geschwindigkeit. Ein zweiter Beobachter, der sich dazu im Vergleich bewegt mit hoher Geschwindigkeit und der sich auch dieses Licht anschaut, sieht die gleiche Geschwindigkeit, obwohl er eine Differenzgeschwindigkeit zum ersten Beobachter hat. Das heißt, die Differenzgeschwindigkeiten zwischen Beobachtern werden nicht, wie sonst üblich, dazu addiert bzw. abgezogen zu der Geschwindigkeit eines dritten Objektes. Gut, das sind die seltsamen Grundlagen der Relativitätstheorie, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen kann. Stattdessen will ich eine weitere merkwürdige Eigenschaft des Lichtes Ihnen jetzt erklären. Und da geht es eben zu den Lichtquanten. Bleiben wir erst nochmal bei den elektromagnetischen Wellen. Nehmen wir mal die Radiowellen. Da hatten wir schon gelernt, eine Radiowelle
die also auf der linken Seite hier in einem Sender entsteht und dann sich ausbreitet nach rechts, ist anschaulich und klassisch ganz einfach zu machen. Die elektromagnetische Welle hat natürlich elektrische Felder und wenn das Elektron in der Antenne des Empfängers die elektrischen Felder sieht, dann wird es aufgrund der elektrischen Felder nach oben oder unten bewegt. Auf diese Art und Weise kommt also das Elektron in der Antenne in Bewegung, geht rauf und runter und was auch klar ist, es wird Energie übertragen durch die elektromagnetische Welle. Hier habe ich Ihnen nochmal die Formel dazu aufgeschrieben. Der Energietransport dieser elektromagnetischen Welle ist also definiert als die Energie, die da pro Zeiteinheit und pro Fläche, die wir betrachten, von der Welle transportiert wird. Und da sieht man die ganz einfache Formel, wie sie zumindest im Vakuum ganz generell gilt. Das ist also das Produkt aus 1 durch μ0, das ist wieder die Feldkonstante des magnetischen Feldes, multipliziert mit der Amplitude der elektrischen Feldstärke und der magnetischen Feldstärke. Hier wieder als Vektorkreuzprodukt für die Experten. Sie wissen ja, was ein Kreuzprodukt ist. Wir hatten das eben schon mal gehabt. Wer das nicht kennt, der nimmt einfach das normale Produkt, was in dem Fall das gleiche ist, sobald die Wellen eben senkrecht aufeinander stehen. Mit anderen Worten, je höher die Amplitude der elektrischen und der magnetischen Felder ist, umso mehr Energie wird übertragen. Ganz anschaulich, wie wir das auch aus dem Schwimmbad kennen, je höher die Wellen sind, umso mehr Power haben die. Das heißt also, die Energie der Wellen hängt typischerweise von den Amplituden ab. Jetzt gehen wir zu der alternativen Art und Weise, über Licht nachzudenken, nämlich zu der Vorstellung, dass Licht aus kleinen Teilchen besteht. Und dazu gibt es jetzt den Fotoeffekt nochmal in Reinform, so wie er Anfang des letzten Jahrhunderts studiert worden ist. Dazu machen wir wieder eine Computersimulation. Wir könnten es auch im echten Experiment machen, aber das hier hat den Vorteil, dass Sie das zu Hause auch selber probieren können. Für die Messung des echten Fotoeffektes brauchen Sie halt ein paar Geräte, die Sie normalerweise nicht zu Hause haben. Wir brauchen hier nämlich eine Vakuumröhre mit zwei Elektroden drin. Die eine ist speziell beschichtet. Dann braucht man eine Beleuchtung mit verschiedenen Farben und man braucht eine Spannung, die da von außen noch dran gegeben ist, die hier als Batterie dargestellt ist. Beginnen wir also jetzt mit der Simulation des Fotoeffektes. Zunächst mal haben wir unten eine Beschleunigungsspannung, die die Elektronen, die gleich auf der linken Seite entstehen, beschleunigt und auf die rechte Seite rüberzieht. Da wird auch der Strom gemessen. Wir sehen es aber auch anschaulich an den Photonen, die darüber fliegen. Als nächstes schalten wir eine Lampe an und bestrahlen die linke Elektrode mit Licht. Was sehen wir da? Die Bestrahlung des linken Materials führt also dazu, dass ähnlich wie bei der PV-Zelle eben die Elektronen aus dem Material rausgeschlagen werden und dann abgesaugt werden. Als nächstes machen wir jetzt folgendes Experiment. Wenn wir die Lichtintensität jetzt erhöhen, erhöht sich die Anzahl der Photonen und damit auch die Anzahl der Elektronen, die rausgeschlagen werden. Und wenn wir die Intensität erniedrigen, verringert sich das. Wenn wir jetzt bei einer bestimmten Intensität die Farbe des Lichtes ändern, wir hatten also angefangen mit blauem Licht, gehen jetzt zu größeren Wellenlängen, also zum grünen, roten Licht über, dann sehen wir, bei dem roten Licht gibt es überhaupt keine Elektronen, die rausgeschlagen sind. Bei kürzeren Wellenlängen fängt es dann irgendwann an, dass Elektronen rausgeschlagen werden können. Und wir gehen dann bis in den harten UV-Bereich, da werden dann auch problemlos Elektronen rausgeschlagen. Es scheint also so zu sein, dass je nach Wellenlänge der Fotoeffekt funktioniert oder nicht funktioniert. Als nächstes wollen wir jetzt die Geschwindigkeit oder die Energie, die kinetische Energie der Elektronen messen. Was machen wir dafür? Nun, wir bauen eine Gegenspannung auf, das heißt, wir kehren die Polarität dieser Batterie da unten um. Statt dass wir die Elektronen mit positiver Spannung anziehen, bremsen wir sie mit negativer Spannung ab. Nun, was passiert dann? Die Elektronen, die rausgeschlagen werden von dem Licht aus der Fotozelle, die werden dann abgebremst und kommen dann nur eine bestimmte Strecke weit.
und je nach Energie der Elektronen kommen sie weiter oder nicht so weit. Und je nachdem natürlich, wie hoch diese Gegenspannung ist. Wenn man das jetzt quantitativ durchführt, stellt man folgende interessante Tatsache fest. Je höher die Frequenz des Lichtes ist, umso höher wird die kinetische Energie der Elektronen. Und es gibt eine gewisse Grenzfrequenz, unter derer gar keine Elektronen rausgeschlagen sind. Die richtige Beschreibung dieser Beobachtung, dass also die Energie der rausgeschlagenen Elektronen proportional zu ihrer Frequenz ist und dass es noch diesen Offset gibt. Die richtige Erklärung dazu hat das erste Mal Einstein geliefert und er hat auch dafür den Nobelpreis bekommen. Er hat also nicht den Nobelpreis für seine bahnbrechenden Ideen zur Relativitätstheorie bekommen, sondern er hat es für den Fotoeffekt bekommen. Das hat auch damit zu tun, dass die Relativitätstheorie anfangs sehr umstritten war und nicht den Nobelpreis für etwas geben wollte, was viele Leute für großen Unsinn hielten. Gut, beim Fotoeffekt oder auch lichtelektrischen Effekt ist die Physik klar und einfach zu reproduzieren und die Modellvorstellung dahinter möchte ich Ihnen jetzt erklären. Die Erklärung ist letztlich aus heutiger Sicht ganz einfach. Licht besteht aus einzelnen Quanten. Quanten sind also sowas wie Teilchen. Quanten haben eine Energie und sie haben einen Impuls und sie bewegen sich im Raum. Und diese Quanten kommen aus der Lichtquelle als einzelne Teilchen heraus. Je mehr Teilchen man hat, umso höher ist die Intensität des Lichtes. Aber die Energie der Quanten ist auch, wie der Name sagt, quantisiert. Das heißt also, jedes Teilchen hat eine bestimmte Menge Energie und die Gesamtenergie ist dann gleich dieser Einzelenergie multipliziert mit der Anzahl der Teilchen. Und das Besondere, was dann Einstein hier richtig interpretiert hat, ist folgendes. Die Energie der Quanten ist proportional zu ihrer Frequenz. Das heißt also, die Energie eines Lichtteilchens ergibt sich einfach aus der Formel E gleich H mal F. H ist die damals schon bekannte Planck-Konstante oder auch Plancksches Wirkungsquantum genannt, die ist 6,62 mal 10 hoch minus 34 Joule-Sekunden, also Energie mal Sekunde ist die Einheit oder Energie dividiert durch Frequenz. Das ist ja dasselbe. Minus 34 zeigt, dass es eine ganz kleine Einheit ist, das heißt also, das ist eine Energie, die normalerweise nur bei ganz kleinen Teilchen eine Rolle spielt. Aber weil die Frequenz des Lichtes so extrem hoch ist, ist das Produkt daraus eben durchaus eine messbare Energie. Das heißt, wir in unserem Experiment in Gießen haben Detektoren, die diese einzelnen Lichtquanten messen und auch deren Energie bestimmen können. Nun, warum hat Einstein dafür den Nobelpreis bekommen? Die Messungen waren so ähnlich im Wesentlichen schon bekannt gewesen. Und so tiefgründig scheint ja dieser Zusammenhang zunächst mal gar nicht zu sein. Das Besondere ist halt, dass Einstein das zu einer Zeit entwickelt hat, wo alle Leute wussten und überzeugt davon waren, dass Licht eine Welle ist. Und wenn Licht eine Welle ist, dann ist ihre Energie proportional zur Amplitude und es ist nicht so, dass jede Frequenz eine bestimmte Energie hat. Jede Frequenz hat so viel Energie, wie es ihrer Amplitude entspricht. So ist das in der Wellenvorstellung. Und Einstein hat eben trotz dieses Wissens gesagt, Licht hat zusätzlich auch Teilcheneigenschaften. Es verhält sich, als ob es quantisiert ist und als ob es als einzelnes Teilchen aus der Lichtquelle herauskommt. Und das gilt natürlich auch wieder für alle Wellen, also auch für Radiowellen zum Beispiel, nur ist da die Frequenz so klein, dass man die einzelnen Radiofrequenzquanten kaum messen kann. Damit sind wir also am Ende dieses Clips. Es war also wieder der junge Herr Einstein, der uns da in einem ganz wichtigen Punkt der Physik weitergebracht hat, nämlich in dem Punkt, dass es in der Welt Quanten gibt. Quanten sind Elemente unserer Welt, die sowohl Teilchen wie auch Welleneigenschaften haben. Und später konnte gezeigt werden, dass jedes Teilchen ein Quant ist. Jedes elementare Teilchen hat also auch Welleneigenschaften. Man kann also auch stehende Wellen von Neutronen erzeugen oder Protonen oder Elektronen. Zunächst mal ist es philosophisch ein Widerstand,
Man nennt das Ganze den Teilchen-Welle-Dualismus und darauf möchte ich dann im folgenden Clip, vermutlich dem letzten Clip in unserer Reihe hier, Spaß mit Elektronen eingehen. Also bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.